Ja, das werden wir auf jeden Fall heute fertig kriegen, unser Feld. Beziehungsweise morgen ist es dann fertig. Dann hoffe ich mal, dass der Mohn ordentlich wächst. Jetzt fahre ich ein bisschen zu weit weg. Gar nicht richtig vorwärts hier, der hat zu viel. Er braucht zu viel Leistung hier. Bei diesem. Auf dem Feld. Der Untergrund ist, glaube ich, ein bisschen matschig. Ja, zuckelt auch ein bisschen. Ah, der John Deere quält sich durch. Ist gut. Ich habe so einen kleinen Verdacht, was das Zuckeln angeht. Das wird man nach der Folge oder nach der Session hier mal überprüfen müssen. Und je nachdem muss ein Mod entfernt werden. Ich habe da einen in Verdacht.
gut. Ja, ich muss das Ding ja wieder absenken, das vergesse ich meistens. Ich würde ihn einfach hier abkoppeln und dann fällt er halt runter, aber das ist nicht so vorteilhaft. Der Hersteller hat gesagt, wenn man das zu oft macht, dann geht er kaputt. Darum gucke ich eher, dass es, dass ich das von Hand mache, dass ich den absenke. Blinker an, wenn ich hier rangiere. Nachher kommt da eine und dann. Ups. Ja. Jetzt Warnblinker ging nicht. Nach Hause. Das geht nicht. Komisch. So, dann habe ich kurz noch ein bisschen Zeit zum Rechnen, was wir uns denn nächste Woche so leisten können. Bilanzen müssen wir immer dran denken, dass wir die prüfen. Nein. Hä? Was ist denn da jetzt los? Jetzt. Gut. So, dann ziehe ich mich mal wieder ins Büro und check hier, wie viel Finanzen mir denn übrig sind.
Beziehungsweise ich rufe mal gerade den Hans-Peter noch an. Wann der mir denn die Rechnung schickt. Hans. Ja, hallo? Hallo Hans. Ja. Du, wann schickst du mir die Rechnung von der Sämaschine und dem Düngestreuer? Oh Gott, ich hab viel zu tun. Okay, also nächste Woche erst. Ja, mach ich jetzt nach der Arbeit. Okay. Ist auch Arbeit. Ja. Rechnungen sind keine Arbeit. Ach so, Privatvergnügen. Okay, passt. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke. Ja, tschö. Okay, dann können wir mal in die Rechnung hier reingehen. Also, wenn ich mir einen Kredit geben müsste, hätten wir 167808. Wenn wir gerade die Finanzen aufstellen. 250. Die aktuelle Zinsvergabe von der Bank ist ja, oder Kreditvergabe von der Bank ist ja 10%. Garage. Oh, der Tigo, der schlägt halt rein. 118 629 163 182. Unser Auto 23.117. Der Jusken 25 929. Dann haben wir noch die Sämaschine mit 76 529 und 14.794. So, dann gucke ich gerade mal. Ich tippe mal das gerade meinen Taschenrechner an. 167. Ich überschlage einfach mal. Plus 250. Plus 118. 163. 23. 26, 76 und 14 gleich. Das sind 337.000. 837.000, so. 837.000 wären 83.700 Kredit. Und wenn wir dann gucken, wegen dem Feld, wegen dem Waldstück, das würde sogar fast ins Budget passen. Heißt, wir müssten einfach gucken, ob ich da noch irgendwie, dann bräuchte ich einen Anhänger, habe ich. Anhänger habe ich. Das würde 70.000 kosten. Aber wenn ich das gekauft habe, dann kriege ich ja darauf nochmal einen Kredit von 8.000. Das reicht aber nicht ganz. Vielleicht verkaufe ich mein Auto wieder. Wenn ich mein Auto verkaufe, kriege ich nochmal. Wie kriege ich denn da? ...25.000. Dann wird es hinhauen. Ups. Müsste ich mit dem mal kurz sprechen. Ich schaue mich jetzt erstmal vor die Glotze. So. Oh. Klingelt ja schon. Hallo? 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 Ja, wer da? Jürgen. Ah, hi, ich wollte. Ich soll vom Hans fragen, was du willst.
Ich wollte wissen, ob er ein Auto ankauft. Warte, ich gehe mal kurz in Funk bei ihm. Jo. Was denn für ein Auto? Ein Golf. Jetzt müssen wir das auch noch hier so kreuz und quer rechnen. Viel denn? Wie viel? Weiß, denke ich mal, der dafür haben willst. Ja, Minimum 25. 25. Jo. Okay. Geh weiter. Jo. Gerade mal gucken, ob Scheckheft da ist. Aber ich glaube, ich habe ihn. Müsste alles im Handschuhfach sein. Wo ist denn das hier? Oh Gott. Volkswagen. Was hat denn meine hier? Soll dir sagen, du, er überlegt sich es. Okay. Bis morgen. Morgen, jo. Gut, dann sage ich ihm, oh gut. Okay. Danke, tschö. Er Ciao. hat auch nur 0,6 Stunden gelaufen und ist noch fast ganz. Okay. Und Tank ist auch fast voll. Jo. Gut, bis denn. Das ist nicht meine. Ja, das da könnte meiner sein. Ja, der steht mit 23,1 drin, aber. Also ich brauche ja nur. Eigentlich wirklich brauchen tue ich. Ich das gekauft habe. Warte mal, wenn ich das Auto verkaufe, aber dann kriege ich natürlich, ja okay, da kriege ich 2.500 Euro weniger Kredit, das macht den Bock nicht fest. Fett. Das ist eigentlich völlig egal. Ich brauche 85.000, 86.000, 100, was, 5? 86.000, 153.000. Tausend. Ist das richtig? Okay, aber das kriege ich mit dem Autoverkauf, kriege ich das hin. Dann habe ich 70.000, dann ist das hier fertig. Wenn ich die 23 kriege, soll es mir auch recht sein. Und das hier kriege ich ja vom Kredit rein. Dann brauche ich nur noch irgendwas für eine Stoppenfräse oder so. Und eine Kettensäge. Wobei, da könnte ich auch jemanden fragen. Ich dachte, wir hätten da noch was so Besonderes. Warte mal. Haben wir das gar nicht. Ich dachte, wir hätten von dem Anbieter Brux hätten wir was. Aber das scheint gar nicht so. Okay, ist auch nicht unbedingt notwendig. Müsste auch anders gehen. Gut. Aber dann mache ich mir jetzt noch was zu essen. Eine Pizza hier. Schiebe ich mal gerade in den Ofen, dass sie wieder warm wird. So, jetzt Klappe zu. Weil wir haben auch schon 5 Uhr, dann gehe ich gleich mal noch ein bisschen vor die Glotze gucken, wenn die Pizza fertig ist. Geht hier die Tür rein. So. Ja, ich gehe noch mal gucken hier.
So, ist fertig. Nice. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut auch morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Tschüss.